Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 Undercover im Multiplayer. Ja, heute bin ich mal Undercover im Multiplayer unterwegs. Wir sind zwar alle hier auf dem Euro 2 Server, weil der 1er gerade eben abgeschalten war und er ist knüppeldicke voll. Aber 4200 Leute können ja hier rauf und er ist wirklich knüppeldick voll. Hier in Berlin haben wir ja über 30 Leute schon. Und ja, ich werde heute von Berlin Richtung Hannover auf der A2 fahren. Mal sehen, ob der eine oder andere mich vielleicht sieht. Ich habe ja gesagt, Undercover könnte man ja mal wieder machen. Na, dann mache ich das mal. Ich habe auch eine Ladung aufgenommen bezüglich diesem Event. Ich nehme das hier am 3. August auf. August sage ich schon. April. Ja, man kann auch bei Rot rüberfahren. Naja, Anzeige ist raus. Ja. Fahren wir lieber hier lang. Oh, der Bremsdruck ist ein bisschen in den Keller gegangen. Ich bin gespannt, was uns hier alles erwartet auf der A2. Eieieiei. Voller Server hier. Eieieiei. Sollte mal ein bisschen aufpassen wegen meinem Bremsdruck hier. Hier, das ist alles korrekt eingestellt. Ja, ein bisschen mehr Bremsdruck brauche ich, aber wird alles kommen. Ja, und wenn das so ankommt von euch, dann kann ich gerne das ein bisschen mehr bringen. Und ich gucke ab und zu mal hier in den Bereich rein. 36 Leute. Ich fahre jetzt, wie gesagt, bis nach Hannover. Jetzt müssen wir auf unsere eigene Dummheit achten und natürlich die Dummheit der anderen. Natürlich mit der CML-Lackierung unterwegs, ne? Ja, mal ein bisschen gucken hier. Und manche achten ja nicht dann so auf die Verkehrszeichen. Das ist denn nicht so toll. Immer mit den langen Anhängern, ne? Ja, das war aber bestimmt rot, mein Freund Blase. Kann doch nicht Warzenschwein sein. Eieieiei. Himmel, Arsch und Zwirn. So. Na dann. Richtung A2. Wer ist denn das eigentlich hier vor ein? Hä? Der Teddy. So, wir müssen aber sowieso rüber, aber ich warte lieber ein bisschen ab, weil ich weiß jetzt nicht, der fährt eigentlich ganz korrekt, der Kamerad hier. Wir blinken schon mal hier rüber. Man muss immer... Ja, ich glaube, der fährt ab, aber der blinkt eben noch nicht, ne? Dass er dann auf einmal hier rüber zieht. Nein, nee, doch, jetzt blinkt er. Ach, hier steht doch noch jener. Huch! Wollen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Du fährst mit einem G27, das ist toll. Ich denke mal, das ist gemeint, oder? Wenn der G27... Was blinke ich denn jetzt hier? Wenn das hier reingeschrieben wurde? Ich davon aus, dass der mit einem G27 unterwegs ist. So, erstmal sind wir hier Berliner Ring. Und man kann es ja schon so ein bisschen vergleichen auf diesen einfachen Autobahn heutzutage, dass da nicht so viel los ist, ne, auf den Straßen. Oh, wir machen 80. Ich werde das, glaube ich, am Mittwoch raushauen, das Video. Und naja, ja. Hup. Ich bin nicht der Freund, der jetzt jedes Mal ruft, ne. Aber man kann ja mal grüßen, wenn man mal grüßt wird, ne. Aber ich denke mal nicht, dass der... Also ich versuche mal auf den Chat unten ein bisschen zu achten, ob da irgendjemand Hallo Maximus reinschreibt. Naja, wir schauen. Ich glaube es nicht, weil die Wahrscheinlichkeit... Ich habe ja schon sehr oft gesagt, dass ich erstmal nicht Multiplayer mache, Livestream. Und durch dieses Truckers at Home Event ist natürlich die...
Naja, Sache ein bisschen gewandelt. Ich wollte natürlich auch mitmachen, um dieses Event zu unterstützen, auch einen Livestream zu unterstützen. Und dann macht man das natürlich im Multiplayer, ne? Ich halte mir nur die Zeit immer ein bisschen frei, weil ich immer noch hoffe, dass die 1.37 kommt. Heute ist Mittwoch, wenn ihr das Video seht. Vielleicht ist es ja dann soweit. Aber genaueres weiß ich eben nicht, ne? So ist der Parkplatz frei. Aber so ist es ja manchmal auf der Autobahn. Es ist ja nicht viel los, ne? Da kommt einer angeblasen. Ja. Aber viele denken wahrscheinlich, ist sowieso der Fake Maximus. Ja, genau, der ist es. So, hier sind ein paar Leute sind hier in der Gegend. Scheint auf der A2 ziemlich ruhig zu sein. Zwei weitere. Ja. Aber jetzt müssten ein paar Leute jetzt langsam kommen. Jetzt bin ich ganz alleine. Ganz alleine auf der A2. Naja, schön. Weil die Straße Duisburg-Calais, die ist ja irgendwie jetzt gesperrt. Das könnte man durchaus auch nochmal machen. Ne? Duisburg-Calais. Aber ich habe jetzt gerade hier auch eine Ladung dran. Ne? Für unser Event. Also, Truckers ist home. Wenn ihr das seht, ist das, glaube ich, schon vorbei. Und ihr habt bestimmt schon sehr oft geschrieben, wie viele Millionen an Kilometern transportiert oder gefahren wurden. Ja. Alles super. Ist ja echt schön einsam hier, ne? Oh, jetzt kommt jemand. Mal ohne Anhänger, was ist mit denen los? So fahren die immer ohne Anhänger hier lang. Muss man ihnen verraten? Stehe ich jetzt nicht. Komisch. So, wir haben noch 150 Kilometer. Jetzt beobachten wir mal den nächsten. Der hat auf jeden Fall einen Trailer dran. Der fährt mit einem Scania. Nee, war ein DAF, ne? Oh, jetzt kommt einer, überholt mich. Oh, kann's reinfahren? Blinkt er? Ist nicht zu erkennen. Naja, Hauptsache hier Schubrakete geben, ne? Ist doch 80. Was ist denn da los? Ah, er hat geblinkt, eben mal. Zurückgeblinkt. Ja gut, vielleicht hat er auch telefoniert, ne? Da kriegt man es nicht so mit, was da passiert. Ja. Ja, das sollte man natürlich auch nicht machen, ne? Ah, schön. Truck hier unterwegs sein. Im Multiplayer, ganz alleine. Da kann man natürlich richtig schön Kilometer schrubben, ne? Jener da, der einen nervt. Da kommt jetzt einer. Der einer angeblasen hinter mir. Ein bisschen Angst hier. Er kommt jetzt. Okay. Oh. Ohne zu blinken, ey. Hoffentlich hast du deine Ladungssicherung richtig immer. Mann, 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 Mann. Ja, und jeden anleuchten, ne? Oh ja, ich hab Licht. Er fährt auch entspannt. Ah, der scheint ein bisschen zügiger zu fahren. Den Schwertransport. Der nächste, auch ohne Anhänger. Was machen die denn? Eieieiei. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Gut, ich bin jetzt nicht so oft alleine jetzt hier unterwegs. Ich glaube, viele von euch haben viel mehr Erfahrung im Multiplayer, was denn alles da schon so passiert ist und was die Leute da alles gemacht haben und. Freudige Sachen und nicht so freudige Sachen und. Ja, ich bin ja dann immer mit den Jungs immer unterwegs, ne? Fahr dann meine Runde. Aber was sei denn,
das eine oder andere Mal auch die Polizei dann am Start, die dann so ein bisschen überwacht alles. So. Was schreiben die da unten? Ah, nichts, was mit mir zu tun hat. Ist ja ein bisschen fade hier, oder? Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir das definitiv noch mehr machen. Ja, so ein bisschen undercover unterwegs. Aber mir ist jetzt noch nichts aufgefallen. Ja, Hub. Mir ist jetzt auf jeden Fall noch nichts aufgefallen, dass mich jemand hier gesehen hat. Vielleicht musste ich ja mit einem pinken LKW fahren. Würde ja lachen, würde ich hier irgendwie unsere Jungs sehen. Gerade hier unterwegs sind. Eieieiei. Na dann. Oh. Die Handbremse reingezogen. Fährt der einfach hier los? LKW kaputt oder was? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Oh, schön langsam rübergefahren. Einmal Tutti. So, wir müssen sowieso jetzt hier abfahren. Weil wir haben es gleich geschafft. Ich bin ja gespannt, was in Hannover hier los ist. Wieder schön gemütlich auf der A2 unterwegs. So muss es sein. Das macht mir Freude. Schön LKW fahren hier. Baby. Oh, Baby. Ah, der macht es. Haben wir denn eigentlich vier Leute hier? Ah, vier. Der geht auch ziemlich entspannt. Kann durchaus sein, dass jetzt die Leute alle wieder auf Euro 1 jetzt rüber wechseln. Aber der war irgendwie down. Ich wollte Video aufnehmen. Es war sowieso dunkel, war sie ganz so wild und dann war der Server irgendwie down, also ich war dann alleine da, bin dann rausgegangen, dachte ich so, oh, null, geh trotzdem mal rauf, da dachte ich, ach nee, lass gut sein, da war irgendwie mit Authentizieren oder irgendwas stand da oben rechts, irgendwas mit A, in Orange, ich weiß nicht mehr genau, was da stand und bin nochmal raus und dachte, ich gehe auf Euro 2. In der Warteschlange war ich dann von, ich glaube, 196. Aber ich bin jetzt oben. Es hat eigentlich lange gedauert. Hui. Was? Hier mir? Ja, wurschtbar. So, Hannover erreicht. Doch nicht so lange ist wie. Ja, vielleicht haben wir ja heute doch trotzdem noch irgendwie. Da kommt da noch was von SCS. Wirklich 1.37. Deswegen, ja, solange wie jetzt kein anderes Event oder so kommt, warten wir erstmal, bis wir wieder Livestream Multiplayer machen. Bis die 1.37, dann werden wir es wieder regelmäßig machen. Kann dann sein, dass ich es dann unter der Woche mache oder am Wochenende. Mal schauen. Da bin ich eher ein bisschen spontan jetzt. Ich will mich jetzt nicht so immer festlegen. Das bringt alles nichts. Gerade wenn du dich auf eine Spielrichtung so ein bisschen konzentriert hast und dann kommt wieder was ganz anderes. Ein Update, dies und das, dann haut dir dein ganzes System durcheinander. Das funktioniert nicht. So, willkommen in Hannover. Ja, da sind ja jetzt die ganzen Messen dieses Jahr auch nicht, ne? Alles nicht mehr da. Keine Messen, keine nichts. Glaube, die Handwerksmesse wäre dieses Jahr hier gewesen, ne? Das ist natürlich für die ein bisschen ärgerlich, die dann.
nichts machen können, den kleiner sind, was vorstellen möchten. So. Wir machen wenigstens dieses einfache Einparken. Hier stehen noch ein paar Kosmonauten drin. Ich wollte schon sagen, warum fährt denn der nicht? Geben und dann gucken wir mal. 1700 habe ich schon gemacht von 2500. Alles noch im Rahmen. Oh, hier ist ja ordentlich was los jetzt hier. Eieieiei. Gut. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Die machen ganz schön viel Hupe, 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 Hupe. Und ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Ich glaube, mich hat die Kinder erkannt. Auch ganz gut so. Also habe ich die Mission auf jeden Fall bestanden. Undercover bin ich von Berlin Richtung Hannover gefahren. Wenn ihr noch ein paar andere Touren habt, könnt ihr das gerne mal aufschreiben. Dann könnte man durchaus das nochmal machen. Oh, Hiegspatz zuerst, die bin ich. Ich bin erstmal raus und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.